Hallo und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes, das Geheimnis der Mumie. Es geht weiter. So Leute, ich denke, ich hab's jetzt, aber ja, hier können wir nämlich ausmachen an der Lampe. Also ich habe jetzt hier nochmal das Ganze geholt. Wir haben hier diesen Lampenvorrat, dieses Öl und haben hier die Lampe. Das ist die Lampe und vorhin war das ganz komisch. Wir tun jetzt nochmal so andersrum machen. Das so rum rein. Jetzt haben wir hier Lampe, das ist komisch gewesen. So, und die Lampe können wir hier anzünden. Die ist übrigens immer noch komisch, die Lampe, finde ich. So, jetzt haben wir das. Und da unten die Mechanik haben wir aufgeklappt, alles klar. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich das, was ich habe. Die Lampe haben wir an. Und das habe ich jetzt doch nicht da anzünden müssen, wo ich gedacht habe. Weil ich habe es dann schon mal ein bisschen weiter geguckt und ja, da kommt was ganz, ganz Komplexes hier. Also das haben wir ja vorhin schon gesehen, hier. Los jetzt. Ja, los jetzt. Das sind solche Zahlen. So was Ähnliches hat es schon mal in einem anderen Spiel gegeben. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen da sowas wie ein Stickbild machen. Und wir brauchen da die weißen Chips und die anderen Chips. Ich meine, hier heißt es 5. Es wird wahrscheinlich sein, dass wir irgendwo auf der Leiste eben 5 Dinger machen müssen. Ich weiß nicht, wie viele Kästchen das sind insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, okay. Auf jeden Fall mehr wie 26. Aber hier müssen schon mal 26 Felder sein. So, und da brauchen wir 8. Jetzt müssen wir einfach mal gucken. Ja, manchmal stehen mehrere Zahlen. Das ist dann irgendwie abgesetzt dann. Was ich jetzt denke, dass man hier jetzt zum Beispiel hergehen muss, in der Mitte schwatzen. Und machen jetzt hier einfach mal 26 Felder praktisch an. Jetzt habe ich gezählt. 4, 6, 8, 10, 12, 14, ist egal, 16. 18, 20, 22, 24, 26, sind 29 Felder in einer Reihe, okay. Ich denke mal, dass das hier genau, ja gut, dann haben wir 31. Das würde bedeuten, dass wir hier komplett alle Felder füllen müssen. Ah ja, wenn die Maus sich wieder hier einreihen muss und das bei der... bei der Zeit beschränken, ne? Ja, wir sehen ja halt auch nicht, wie viel Zeit es ist ja bei der Zeit beschränken. So, das 26, das wird man hier alles ja so füllen. Aber man kann das ja mit halten hier füllen, okay. Da hat sich tatsächlich jemand bei gedacht, was hier. Sondern die 25 können wir eigentlich bis hier auch vollfüllen, würde ich sagen. Gut, das hätte jetzt auch noch ein bisschen anders sein können, aber weil es die letzten Felder da und naja, dass es gleich am Anfang halt anfängt hier. So, und jetzt können wir noch hergehen. 31, das müsste die komplette Breite sein. Und das sind hier 5 Stück. Okay, dann habe ich schon die 5. Die haben wir schon sozusagen hier. Jetzt müssen wir hier das Ganze hier vollfüllen. Ah, funktioniert nicht ganz so, wie ich das gerne hätte, aber okay.
Ja, die sind falsch, oder? Wie kann ich die löschen? Ah, mit Rechtsklick, okay. So, gut, das haben wir also schon mal fixiert hier. Und es stehen hier wieder 30 und 31 sind's. Ich meine, wir haben hier unten schon angefangen, dann müssen das eigentlich die vollständigen 30 sein. Nur wenn die nächste Zahl ist, dann ist irgendwo was abgesetzt. Also kann es im Prinzip nur die Reihe sein. Warte mal, hier, da habe ich jetzt was gemacht, das soll nicht sein. Ich meine, gut, da steht 21. Das anzunehmen, dass ich 21 Felder von unten auf jeden Fall zählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, was haben wir noch übrig? Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Felder. Hm. Aber da können wir nicht ganz genau sagen, aber wir können schon sagen, wir haben hier in der Reihe zum Beispiel keine weiteren Felder mehr, also muss es dann hier anfangen, die 8. Und dann ist 1, bleibt dann frei da unten. So, das nächste ist auch wieder 21 und 7. Das heißt, das und 7. Wobei das nicht ganz genau sein kann mit 7. Hm. Oder? Doch. Ja, wir fangen dann hier an. Dann haben wir wieder, dann haben wir hier 10, 6 plus 4 und 10 plus die 17. Muss ich jetzt mal schauen. Wo die kommen. Hm. Bin mir nicht ganz 100% sicher, wo die kommen. Ah, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? 10. Naja gut, das kann jetzt auch wieder. Wir riskieren es mal, dass wir in die Richtung gehen. 1, 2, 3. Das sind 7. Dann müssen wir hier noch 3 Felder machen. Okay. So, hier haben wir 30. Also können wir nämlich davon nämlich ausgehen, dass es stimmt. Dann müssen wir die kompletten 30 hier füllen. Hier. Ja, das war nichts. Da habe ich jetzt wirklich zu viel gemacht. So, jetzt haben wir nämlich die 10 hier. Gut, und dann haben wir wieder, dann hätten wir jetzt 12 in der Reihe. Wir haben jetzt 14 und 13. Hm. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt gucken wir mal hier, was haben wir hier? 24 und 2. Schauen wir mal, wir haben hier 8. Das würde bedeuten, in der Spalte würden hier noch 8 passen, dann machen wir hier noch 8 dazu. Also das ist 8 jetzt hier. So. Die nächste Spalte 9, dann machen wir hier 9. Dann haben wir 10, gut, das ist klar. Was könnte das werden? Das ist die Frage, ne? Dann haben wir 11, auch ein Kästle mehr. 12, 13. Okay, hier haben wir 12. Und dann jeweils 14. Das bedeutet hier, hier und hier und hier 14. Ich meine, das könnte eine Person sein, ne? Könnte sein, aber sicher bin ich mir noch nicht. So, jetzt gucken wir mal hier. So, 22 und 4. Oder 23 und 4. Ja, es ist vielleicht schlecht, wenn wir jetzt hier überall gucken, ne?
So, hier haben wir 10. Hat man 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir hier 9. Hier hätten wir dann 7. Da haben wir halt sehr viele Sachen. Da haben wir noch einen einzelnen Block, aber wir wissen nicht genau, wo der einzelne Block sitzt. Das ist fast so ein bisschen wie Sudoku. Ja, ne, nicht den ganzen. Dann haben wir wieder das. Hier haben wir 6. Jetzt bin ich in der Zahl verrutscht, ne? Ja, hier 6, genau. Hat man 7 war der hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist einer zu viel hier gewesen. Und wenn wir hier zählen, dann müssen wir das eigentlich rausfinden. Ja, wie viel das hier? Okay, alles klar. So, da brauchen wir dann noch 2. Na, wo sind die 2? Gut, es kann sein, dass wenn wir jetzt hier oben gucken, haben wir zum Beispiel 4. Wenn wir das jetzt übereinander bringen, dann müsste hier auf jeden Fall einer schwarz sein. Und weil 2, dann kann es eigentlich noch der oder der nächste sein. Da haben wir dann 3. Und wir haben hier in der oberen Spalte nochmal 4. Dann könnten die 3 hier losgehen, zum Beispiel auch. Dann haben wir mal die 4 hier fertig. In der nächsten Spalte haben wir nämlich auch nochmal 4. Dann denke ich, dass die aber hier dazugehören. Das kann man alles überprüfen. Dann passen nämlich die 3 hier und die 4 passen hier. So, jetzt haben wir die nächste Spalte 3. Also das heißt, hier müssen es auf jeden Fall nochmal 3 sein. Und irgendwo kommt noch ein Einzelner hin. So, dann haben wir noch einmal 3. Das sind die. Die nächsten wären 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir die eine Spalte mit 6. Da können wir aber nicht genauer sagen. Warte mal, wir müssen hier nochmal gucken. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ja, Moment mal. Wo habe ich den? Der kommt auch noch in der Hände. Ja, doch. So, jetzt stimmt es nämlich. Ja, 3. Aber die 5 dann danach, die sind ein bisschen eigenartig. Wo sollen die dann noch hinkommen? Aber ich glaube, ich weiß so langsam, was es werden könnte. Es könnte eine Pfeife sein. Und wenn ich eine Pfeife zeichnen möchte, dann würde ich dann sagen, ja, es wäre ungefähr hier wieder noch ein paar Blöcke. Dann wären das hier die nächsten 6 hier. So, und die Pfeife, die ist natürlich hier. Dann hätten wir zum Beispiel hier noch einen Einzelblock. Wenn wir das weiter verbinden, dann wäre das hier irgendwo eine Person. Ja, was könnte das sein? Es könnte zum Beispiel Sherlock Holmes darstellen, ne? Ja. So, mal weiter gucken. Dann haben wir noch 13 Felder hier. Ja, da müssen wir eigentlich weiter gucken. 15. Haben wir die 15 erfüllt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 bis daher, jawohl. Dann 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Irgendwas ist faul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Hier kommt da was komisch vor gerade wieder. Das haben wir aber richtig ausgeführt, oder? Und das war ja dann hier 14. Und dann immer 14.
hier noch bedenken? Da haben wir hier oben nämlich nochmal 6. Dann würde man sagen, naja, es wäre logischer, wenn das hier so wäre. Ja, dann wäre dafür wahrscheinlich was versetzt hier wahrscheinlich. Ja, das so dann. Ja, weil dann kann das nämlich ja passen mit 6 hier nach oben. Jetzt können wir hier wieder zählen. 11 zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und hier noch 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, das sieht schwer nach einem Kopf aus, ne? Weil ich mich da jetzt schon wieder verzählt habe, oder? Nee, Quatsch, die 13. Naja, die waren doch da unten, oder? Ja. So könnte es schon eher hinhauen. Na, hier habe ich doch auch einen Fehler gemacht. Und 1, 18 und 1, 13. Warte mal, da muss was größer sein hier. Dann machen wir hier das so. Dann haben wir hier, müssen wir jetzt 12 haben. Ja, genau, hier ist es. Auge sozusagen, dann machen wir hier noch 2 hin, dann hätten wir hier ein Auge, okay, alles klar. So, und dann könnte, dann müsste es hier noch irgendwie so gehen hier. Dass wir da praktisch das Kinn haben. Denken wir, dass es so ungefähr sein muss. Ich kenne diese Silhouette sozusagen. Also ich habe das schon gesehen, mal diese Sherlock Holmes Silhouette. Und das ist ja dann die Nase. Da müssen wir hier dann noch auffüllen. Jetzt müssen wir den Kopf irgendwie gestalten. Weil man kann das hier wieder zählen, klar. Oder man kann es einfach so ein bisschen nachahmen, ne? So, jetzt ist der Kopf eigentlich komplett, aber die Schirmmütze sozusagen ist noch nicht so ganz komplett hier. Ja, hier wieder 2 Felder, das sind dann 17, ja. Und dann 19. Das heißt dann wieder hier 2 mehr. 18, das ist kürzer. Und da 15. Ja, das ist doch ein ganz schöner Sherlock Holmes, oder? Mir wird er gefallen. Muss man den Rest jetzt eigentlich mit weißen Schnipseln dann ausfüllen? Tatsächlich. Ah, Mist.
Also für das Bild braucht man schon saumäßig viel Zeit. Ich meine, die Waisenfelder kann man hier sozusagen nicht rausfinden, aber eben die schwarzen Felder. Man muss eben die Zahlen vergleichen und muss dann denken, ah ja, da und da hören Blöcke hin. Ich habe jetzt auch nicht alle kommentiert, ich habe auch teilweise dann eben ein paar weitergebaut. Aber ich denke, es ist eigentlich nachvollziehbar, wie das Ganze funktioniert. Ja, und wehe, das stimmt jetzt nicht. Das wäre ganz bitter. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. So, jetzt können wir es ausfüllen, den Rest. Ja, und jetzt? Stimmt's oder stimmt's nicht? Keine Ahnung, ob's stimmt. Müsste, könnte, sollte eigentlich stimmen. Da muss ich jetzt hier irgendwie rausklicken. Los jetzt. Oh nö, Leute, ernsthaft? Das hat also nicht gepasst. Ja gut, Leute, dann mache ich das eben noch einmal separat. Tja, kann ich leider nichts machen, ne? Gut. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen, aber so soll das Bild halt gehen und wenn ich es gelöst habe, sehen wir uns wieder. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Lego.